Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal PokéDentist. Es freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich sitze heute nicht umsonst direkt vor der Rossmann-Filiale, denn hier gibt es ein exklusives Pokémon TCG-Produkt zu kaufen. Hierbei handelt es sich um die Finstere Mächte EX Spezialkollektion. Diese bekommt ihr nur bei Rossmann. Ich habe überall anders nachgeschaut und sie nirgends gefunden. Lediglich auf Englisch ist sie bereits auf dem Markt. Auf Deutsch, wie gesagt, nur eben bei Rossmann zu bekommen. Und wir schauen im heutigen Video rein, was uns diese Box gönnt, was sie beinhaltet, was sie gekostet hat, sage ich euch natürlich auch. Und ja, dann würde ich sagen, rein da! Da sind wir mit dieser wunderbaren Box. Wir haben hier die, wie gesagt, Finstere Mächte EX Spezialkollektion. Und hier ist einmal die Seite mit Absol. Und auf der anderen Seite ist der Fan-Favorite, sage ich mal, Gengar. Und da hinten dran ist einmal die XXL-Karte Banette. Wir haben 5 Booster enthalten. Einmal, Moment, Gewalten der Zeit, Maskerade im Zwielicht. Nochmal Maskerade, Paradox Rift und Schwert und Schild Astralglanz. Die Box hat gekostet 37,99 abzüglich des 10% Gutscheins aus der Rossmann App, die ich natürlich dafür sehr empfehlen würde. Und dann sind wir ungefähr bei ja, 34 Euro circa. Wir machen die mal auf, schauen rein, gucken uns die tollen Promokarten an. Zu der Box ist, wie ich im Intro bereits gesagt habe, noch zu erwähnen, dass es die bisher nur auf Englisch gab. Das heißt, sie ist, und davon gehe ich fest aus, eine Rossmann-Exklusivbox, die es eben bisher, oder ja, wie diese Pikachu-Box von Zenith der Könige mit den 7 Boostern drin, ja, nur bei Rossmann geben wird, oder die, ja, mal schauen, ich denke mal, sie wird es nur dort geben, natürlich auch irgendwann für den 5-fachen Preis bei eBay, kann man sich natürlich vorstellen. Nicht wundern übrigens, ich bin leicht, oder ich bin erkältet oder krank, aber das musste jetzt trotzdem sein. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einmal diese wunderbare Box auf, sie hat übrigens eine tolle Struktur auch, ist also ein cooles, ja, Produkt, um es auch mal in den Schrank zu stellen, als Sealed-Variante. Vielleicht kaufe ich mir davon noch eins, wenn ich noch mal eins finde. Wurde mir mitgebracht und genau, wir schauen einfach mal rein. So, dann ziehen wir das Ganze Schöne mal raus da. Und wir haben, wie gesagt, auf dieser Seite die Gengar-Variante. Und, ach, das ist ja cool. Und auf dieser Seite die Absol-Variante. Warum möchte man das Produkt? Natürlich wegen dem Gengar. Ist übrigens keine Promokarte, sondern aus dem Set, ich glaube, was ist TEF? Ich glaube, ich weiß nicht, Gewalten der Zeit. Wenn nicht, blende ich jetzt ein, welches es wirklich war. Auf jeden Fall haben wir einen Schwert- und Schildbooster. Ich werde übrigens das Produkt natürlich unten verlinken. Dann könnt ihr mal schauen, ob es in eurer Filiale verfügbar ist. Bei mir war es jetzt im Umkreis noch bei 2 Filialen verfügbar. Habe ich vorhin gleich mal nachgeschaut. Und ja, auch wenn ihr das Produkt irgendwo anders gefunden habt, als eben bei Rossmann, dann würde es mich auch interessieren. Auf Englisch gibt es die, wie gesagt, die Variante. Auf Deutsch glaube ich nicht. Wenn man das googelt, man findet nur das Rossmann-Produkt. Also wie gesagt, wenn ihr da irgendeine andere Info habt, Kleinanzeigen und eBay zählen natürlich nicht mit, dann gerne Infos her. So, wir fangen an. Hier ist einmal die Codekarte für euch und die wunderbare Absol-Promo. Karte. Nein, ist auch keine Promokarte, ist eine Karte, wie ich gerade sehe. Hallo? Das ist eine Karte aus Obsidian Flammen und ja, ist echt eine schicke Karte. Ich glaube, ich habe die mal gezogen, ich bin mir gar nicht sicher. Hier haben wir eben die 3 Booster Packs, Paradox Rift, Astralglanz und Maskerade im Zwielicht. Und das gleiche auf dieser Seite. Da haben wir eben die XXL-Karte von Banette EX. Wunderschön. Und hier eben noch die 2 anderen Booster Gewalten der Zeit und eben auch Maskerade im Zwielicht. Und hier ist die tolle Gengar-Karte. Auch sehr schönes Objekt der Begierde. Die Frage ist natürlich, ob man sich diese Box für den Preis holt, weil wir sind hier deutlich, ja, 5 Euro pro Booster kann man mal rechnen. Und dann eben nochmal 10 Euro für das hier.
vielleicht sollte man eher abwarten, dass die irgendwie günstiger ist. Wenn es allerdings ein Produkt ist, ein exklusives von Rossmann, dann ist die Chance da eher gering. Los geht's mit Gewalten der Zeit. Hier möchten wir natürlich schöne Eisenfaust oder sowas rausziehen. Wir gehen rein mit der Unlichtenergie. Wunderbar. Girafarik, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Box findet. Sie ist auf jeden Fall teuer, das ist mir bewusst. Aber bei Exklusivprodukten, außerdem gibt es bei Rossmann immer wieder Angebote. Und wenn es die ein bisschen länger gibt, dann, ja, ich habe geguckt, die englische Box gibt es seit August 24 auf dem Markt. Und die deutsche eben jetzt erst. Also ich habe noch nicht vorher gesehen bei Rossmann und ich bin dort relativ oft. Ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, ich habe vorhin irgendwie damit angefangen, vielleicht nicht zu Ende gebracht. Auf dem Produktbild von Rossmann ist ein anderes Booster, nämlich nicht Astralglanz, sondern Entwicklung in Paldea. Das hat mich ein bisschen gewundert, wenn ich ehrlich bin, aber ja, ich freue mich natürlich auch über Astralglanz. Das wollte ich nochmal kurz anmerken und wir sind jetzt Pantimos Reverse und weiter geht es mit Duminis. Dann haben wir hier Maskerade im Zwielicht. Quajutsu EX wäre natürlich der Banger. Aber auch ein schönes Evoli, das ist glaube ich in dem Set, ja, ich glaube schon, wäre natürlich toll. So, eine Karte nach vorne und wir gehen rein und sagen Feuerenergie. Nein, Elektro. Elektroenergie. Ich habe bisher noch nichts Geiles gezogen aus Maskerade im Zwielicht. Und da. Käfersammler-Set. Ambidiffel. Huch, Stolos. Tangolos Reverse. Und Juju. Und jetzt. Haben wir einen Hit? Nein, wir haben keinen Hit. Bisher ist die Ausbeute der Box eher schlecht. Eine Karte nach vorne, geht's weiter mit Paradox Rift. Zepa. WhatsApp. Irsa. Oh, komm schon, ich spiele jetzt mal einen Hit. Meteno. Herashai. Ein Wutpilz Reverse. Oh Gott, ich bin ja gar nicht in der Kamera. Und Tentakra Reverse und Lextremo Holo. Ein Mist. Wenn ich nichts ziehe, sage ich es gleich, dann machen wir noch einen Stellarkrone Blister auf. Und wir gehen weiter rein in Maskerade im Zwielicht. Wirklich ein tolles Set, muss man sagen. Stellarkrone auch. Nebel der Sagen war jetzt eher nicht so geil. So, und wir gehen rein mit. Fuck, da ist ein. Da ist auf jeden Fall schon ein Schaden an der Karte. Ja, da oben. Das ist nicht so geil. Okay, weiter geht's mit Wasserenergie. Yeah! So ist das ein Zeichen. Vulnona. Trombok. Hallo. Fokus. Ah. Emolga. Ah. Amphizel. Milotic. Gemma. Sirapfel. Evoli Reverse und Quapsel Reverse und die letzte Karte ist, oh, geil, eine Full Art Trainerkarte, Gemma, whatever, das ist doch mal eine schöne Karte. Ich mag Trainer jetzt nicht ganz so sehr, aber die ist cool. Ach, das ist doch die Hisui Fukano irgendwie fotografiert, oder? Bin ich da falsch? Kann schon sein. Aber es ist auf jeden Fall nicht die Altart dann, soweit ich weiß. Egal, wir haben einen Hit. Und jetzt noch Schwert- und Schild-Ära, geile Ära. Damit haben viele wieder angefangen. Ich war bei Sonne und Mond schon wieder dabei. Wir wollen hier rausziehen Starmie und müssen jetzt aufpassen. Wir drehen einmal um. Hier ist die Codekarte. Wir dürfen uns dafür nicht spoilern lassen. Dann ist hier der Müll überall. Vier Karten nach vorne. 2, 3, 4. Ach, was? Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Karte? Hat ja einen Schaden. Toll. Dafür ziehen wir jetzt Starmie, würde ich sagen. Mit Misty. Eine wunderschöne Karte.
Da haben wir jetzt Spotodrin, Ganmega, Cognodon, Vadribi, Griftlon, Anton, Togepi und noch nichts. Magnetilo, ist das die Reverse? Nein. Bautz. Und jetzt, was ziehen wir? Ein Dampfier. Naja, okay. Die Regie hat mir gerade die Anweisung gegeben. Wir öffnen noch den Dreier-Blister von Stellarkrone und hoffen dort auf Shigi oder Bisasam. Stellarkrone. Ein Dreier-Blister habe ich mir bestellt. Einfach mal so zum Testen. Die sollen ja ganz gut gönnen. Mal schauen. Latias als Promokarte mit dem wunderschönen Holo-Effekt. Galaxy Foil ist einfach immer geil und ja, die öffnen wir jetzt noch als kleinen Zusatz. Oha, wie gut ging denn das auf? So, hier ist einmal die Codekarte. Dann haben wir das unfassbar schöne Latias. Ist echt geil, hier mit dem Swirl an der Seite, nice. Und jetzt zum Finale machen wir noch die wunderbaren drei Stellarkrone-Booster auf. Und ich wollte schon mal ankündigen, es wird bald einen Livestream geben mit einem Special Guest. Und nein, damit meine ich nicht diesen Pickel da oben, sondern einen tatsächlichen Special Guest hier in diesem Video, der dann mit mir, oder die dann mit mir, ein ganzes Display Stellarkrone öffnen wird. So, und ich sage jetzt Feuer, nein, Blattenergie. Ja, und übrigens, das Video wird, es wird kein Video, wie ich gerade gesagt habe. Tut mir leid, ich bin verpeilt. Sondern es wird ein Livestream werden. Oh, eine schöne Karte auf jeden Fall. Als Energy-Karte, Medite. Meltan. Hoplo. Ladybar. Koraidon. Och, lecker. Papierbeere. Warte, Moment. Piappa-Bäre, Entschuldigung. Boreos. Combo Reverse. Und wie gesagt, aus diesem Set möchte man Terrapagos EX ziehen. Ein Lapras fände ich auch richtig nice. Bisasam und Shigi Illustration Rare sind halt einfach die Killer in dem Set, auf jeden Fall. Die braucht man. Ich habe auch gesehen, da ging irgendwie ein Shigi, glaube ich, für über 50 Euro bei eBay auf Deutsch weg. So, und ich habe einen Schluppuck. Nimmt man mit, oder? Könnte ich sein. Mit dem Kuchen. Und weiter geht's mit Seraora. Gibt's auch eine richtig geile Illustration Rare Karte. Aber das Schlubbuck sieht doch süß aus. Okay, Stellarkrone. Booster Nummer 2 von 3. Kampfenergie, Mickrig. Da hat mein Mikrofon einen Hit abbekommen. Flagmon. Proxy. Ich muss mich auch darüber setzen. So. Ladybar. Schon wieder. Erdanziehungsedelstein. Kotomi. Matt. Zwolok Reverse. Und jetzt Shigi oder Bisasam. Batzapf. Mist. Und zu guter Letzt. Die Hornior. Als Holo-Karte. Last Pack Magic. Für das heutige Opening. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die Box von Finstere Mächte EX fandet. Würde mich wirklich interessieren. Kauft ihr sie euch? Habt ihr sie vielleicht schon? Gibt sie woanders? Das würde mich wirklich am meisten interessieren. Ich habe sie nirgends gefunden. Alles durchsucht und so ein exklusives Produkt. Ich habe auch nichts auf YouTube gefunden. Von daher gehen wir jetzt noch zum Abschluss rein mit Feuer. Nein! Elektro. Klick. Hutut, Bämon, Tauros, die Glastrompete, man kennt sie, Diaro, ist doch eklig, oder? So eine Glastrompete, wenn du da reinpustest, da läuft doch immer voll der Schmalz raus, wenn man trompetet, habe ich mal gesagt bekommen. Gibt es ja nicht so einen Schmalzablauf, also so einen Sabberablauf. Kombu. So, und jetzt, Bisasam oder Shigi, bitte, bitte. Sieht schlecht aus. Schildfossil und unser Last Hit ist ein Ledian. Aber eine schöne Karte, muss man sagen. Dafür, dass es nur eine Holo ist.
Und das war's auch schon wieder mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren oder eben auch auf den Discord zu kommen. Dort wirst du auch benachrichtigt, wenn ein neues Video online geht. Außerdem kannst du dort auch mit uns quatschen. Das würde uns natürlich sehr freuen. Ja, und damit sage ich ciao, ciao. Willkommen bei Pokédentist, hier fängt der Spaß an. Gemeinsam mit euch Booster öffnen, das ist mein Plan. Tägliche Shorts und wöchentliche Videos, klar. Auf YouTube und Instagram immer für euch da. Pokédentist, dein Pokémon-Kanal. Karten und Booster.